Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video betreffend des Autodesk Account Managers. Mein Name ist Samuel Prinz. Ich arbeite im Kundenservice für die Firma ATK CRD. Wir möchten heute ein neues Feature präsentieren mit dem passenden Namen des Videos Gruppen versus Teams. Gehen wir jetzt in dem Video um eben in erster Linie das neue Feature Gruppen, das es jetzt im Autodesk Account Manager gibt und wann diese Gruppen Sinn machen. Wir wollen es aber vor allem gegenüberstellen mit dem Teams und uns eben im Gegenzug anschauen, wann möchte ich lieber Teams nutzen, wann machen die für Sie mehr in der Firma Sinn. Direkt im Autodesk Account schauen wir uns dann an, wie man diese Gruppen erstellt, wie man die bearbeitet und wie man die nutzen kann. Wenn Sie sagen, das würde mich aber auch gerade im Bereich auf die Teams interessieren oder sich noch mehr über Teams informieren möchten, auch dazu haben wir bereits ein Video. Sie sehen es einerseits jetzt oben eingeblendet im Video, andererseits können Sie es auch in den Notizen über den Link aufrufen. Wann sollten Sie Gruppen einsetzen? Ja, immer dann, wenn mehrere Benutzer die gleichen Produkte in Verwendung haben, machen Gruppen einen großen Sinn. Warum? Weil das automatisch auf einmal möglich ist, zuzuweisen nach Gruppenzugehörigkeit und das somit diesen Zuweisungsprozess deutlich vereinfacht. Es vereinfacht es umso mehr, je mehr Benutzer ich eben habe, die ich in so einer Gruppe drinnen habe. Weil ansonsten hätte ich das vorher immer einzeln machen müssen. Wie das genau funktioniert, werden wir uns eben nachher genau anschauen im Autodesk Account direkt. Abgesehen davon bietet es mir natürlich eine weitere Ansicht und zusätzliche Struktur. Ein Autodesk-Feature für Premium-Lizenzen ist aktuell noch in Arbeit, darum haben wir das jetzt hier auch noch grau unterlegt. Das ist noch nicht fertig, aber wird eine große Möglichkeit bieten. Und zwar den Active Directory Group Sync. Das heißt, dann kann ich in Zukunft über die Active Directory diese ganzen Gruppeneinstellungen synchronisieren mit dem Autodesk Account Manager und kann somit das Zuweisen machen, ohne überhaupt noch in den Autodesk Account Manager mehr einsteigen zu müssen. Schauen wir uns im Gegensatz dazu jetzt ein bisschen die Teams an. Was bieten mir die Teams für Vorteile? Naja, ein ganz essentieller ist immer dann, wenn ich mehrere Vertragsnummern habe, die getrennt genutzt werden müssen. Warum müssen Lizenzen teilweise getrennt genutzt werden? Naja, wenn ich ja unterschiedliche Lizenzen immer habe oder eben Standorte. Nehmen Sie mir an, Sie sind ein Vertragsmanager und sind für mehrere Firmen tätig oder die Standorte liegen einfach in verschiedenen Ländern. Standorte haben unterschiedliche UID-Nummern. Immer dann müssen die verschiedenen Lizenzen von den unterschiedlichen Verträgen zu der entsprechenden Firma getrennt vergeben und behandelt werden. Und dazu sind Teams perfekt, denn ohne die habe ich diese Übersicht nicht, habe ich diese Einstellungsmöglichkeiten nicht im Autodesk Account Manager. Generell bieten mir Teams immer Übersicht in den verschiedenen Ansichten drinnen. Das heißt, all die Ansichten, die ich zur Verfügung habe, werden nach Teams gefiltert. Außerdem ist es auch ein Filter bei Auswertungen. Das heißt, wenn ich Auswertungen mache zur Nutzung der Autodesk-Produkte, kann ich hier auch diese Auswertungen pro Team machen. Jedes Team braucht einen primären Admin. Das ist insofern wichtig, dass es auch ein bisschen zeigt, okay, einerseits habe ich natürlich Teams, bieten mir Übersicht für Bindung auf Verwaltung. Andererseits definiert es eben auch Zugehörigkeiten. Das kann ich auch hier machen, eben steuern über die einzelnen Teams. Wer ist dafür verantwortlich? Schauen wir uns also die Unterschiede nochmal in einer Gegenüberstellung an. Zuerst einmal ist es so, dass Gruppenteams untergeordnet sind. Das heißt, ich kann nur Gruppen innerhalb eines Teams erstellen. Gruppen erstelle ich nach Rolle und Aufgabengebiet, dass sie mir vor allem dann großen Nutzen bringen, wenn ich mehrere Benutzer habe, die dieselben Produkte verwenden. Teams tue ich wiederum mehr nach Verwaltungsgruppen, nach tatsächlichen Teams von Organisation her einteilen. Gruppen bieten mir einen neuen eigenen Reiter zur Ansicht, während Teams immer ein Filter in jeder der verschiedenen Ansichten darstellt. Gruppen ermöglichen mir eine schnellere Produktzuweisung, Teams erleichtert die Verwaltung und bietet mehr Übersicht. Für Gruppen ist noch ein Feature in Arbeit für Premium-Lizenzen, das dann aber sehr spannend wird. Teams bieten dafür eine detailliertere Auswertung.
wenn ich die Produkte von Autodesk nach Nutzung auswerten möchte. Jetzt sehen wir uns das Ganze im Autodesk Account Manager direkt an. Wir steigen damit ein, dass wir kurz einmal meinen Benutzer aufrufen. Das heißt, hier sieht man schon mal, ich bin sekundärer Administrator. Das ist insofern wichtig, denn nur sekundäre Administratoren oder eben der primäre Administrator können die ganzen Änderungen vornehmen und diese Gruppen bearbeiten, so wie wir das jetzt machen werden. Man sieht auch schon, dass es einen neuen Punkt gibt, nämlich die zugewiesene Gruppen, aber noch haben wir keine Gruppen, die wir erst noch erstellen. Und als Goldpartner von Autodesk haben wir ein paar Lizenzen bzw. Collections hier eben zur Verfügung zum Arbeiten und zum Testen. Ich habe mir eine so eine Collection schon mal zugewiesen. Der Einfachheit halber werde ich es einfach nach den Farben für dieses Video benennen. Ja, also wir haben eine blaue Collection, wir haben eine türkise Collection und wir haben eine orangene Collection. Die blaue Collection ist mir bereits zugewiesen. Das wird relevant sein. Und warum? Das schauen wir uns dann eben an, wenn wir über die Gruppen die verschiedenen Zuweisungen machen. Vorerst einmal nur merken, die blaue ist mir zugewiesen, die türkise und die orange noch nicht. Gut, dann wechseln wir in den neuen Reiter zur Ansicht nach Gruppe. Wenn man noch keine Gruppen hat, dann schaut das beim ersten Mal so aus. Und es bietet einen gleich Autodesk an, über den blauen Button die erste Gruppe zu erstellen. Alle weiteren Gruppen erstellen Sie dann immer rechts oben unter Punkt Gruppe erstellen. Links oben sehen Sie, in welchem Team Sie diese Gruppe erstellen. Zur Erinnerung, wir haben vorher schon gesagt bei der Gegenüberstellung, Gruppen sind Teams untergeordnet. Ich kann immer nur innerhalb eines Teams eine Gruppe erstellen. Wenn Sie für ein anderes Team eine Gruppe erstellen wollen, müssen Sie einfach nur das andere Team hier auswählen. Wir bleiben aber jetzt in dem Team drinnen. Und wir erstellen jetzt unsere erste Gruppe. Wir machen das gleich rechts oben einfach. Und als erstes müssen wir für diese Gruppe einen Namen vergeben. Sehr unkreativ nenne ich das jetzt einfach mal Testgruppe 1. Ich kann später umbenennen, das werden wir uns auch noch anschauen. Und bestätige es nachher, indem ich auf den blauen Button Gruppen erstellen gehe. Dann komme ich sofort in diese neu erstellte Gruppe hinein. Zum Vergleich ganz kurz, wenn wir nochmal einfach nur diesen Gruppenreiter-Ansicht aufmachen, schaut die jetzt ein wenig anders aus. Da sehen wir jetzt nämlich schon unsere erstellte Gruppe hier aufgelistet und jede weitere Gruppe, die wir erstellen würden, würde ebenfalls aufgeführt werden. Natürlich nur die Gruppen, die zu dem Team gehören, die links oben, das links oben ausgewählt ist. In der Ansicht für die Testgruppe 1 hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Benutzer hinzuzufügen und Zuweisungen zu machen. Fangen wir mit Zuweisungen an. Entweder wir wechseln hier unten auf den Reiter Zuweisung oder unter der Anzahl der zugewiesenen Produkte gehen wir auf den Button Zuweisungen anzeigen. In beiden Fällen kommen wir zu dieser Ansicht und sehen jetzt alle in diesem Team verfügbaren Lizenzen. In dem Fall starten wir mal damit, dass wir jede einzelne Lizenz hinzufügen werden. Wird in der Praxis wahrscheinlich nicht immer der Fall sein, aber jetzt als Test einfach machen wir es mal mit allen Collections, die uns zur Verfügung stehen und weisen die zu. Dadurch hat es aber natürlich noch keinen Benutzer, denn die Gruppe hat noch keinen Benutzer. Dazu gehen wir unter der Anzahl der hinzugefügten Benutzer auf Benutzer hinzufügen und können hier jetzt Benutzer hinzufügen. Zur Auswahl gibt uns all diejenigen Benutzer, die in diesem Team vorhanden sind, denn die Gruppe ist ja nur in dem Team erstellt worden. Man kann die dann durch Anhaken des kleinen Vierecks hinzufügen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, und zwar das Importieren per CSV-Datei. Diese Möglichkeit kennt man wahrscheinlich schon vom Autodesk-Account generell beim Benutzer hinzufügen. Und deswegen all diejenigen, die mit vielen Benutzern arbeiten, werden diese Möglichkeit durchaus schon kennen. Gibt es auch eben, wenn man es Gruppen erstellt. Aber wir brauchen jetzt nicht viele in dieser Gruppe. Wir fangen mal dazu an, dass wir gleich mich raussuchen einfach und mich als Test hinzufügen. Aber jetzt habe ich mal einen Hakel gesetzt. Man kann noch mehr. Zum Beispiel haben wir da auch einen Test-Account. Auch dem setze ich einen Hakel. Und gehe jetzt auf Fertig und bestätige damit meine Auswahl. Und tatsächlich habe ich jetzt eben auch in dieser Gruppe zwei Benutzer hinzugefügt. Das Tolle an Gruppen ist, diese beiden Benutzer haben jetzt automatisch
alle diese Produkte zugewiesen bekommen. Das können wir uns auch anschauen. Wir könnten einerseits in die Benutzeransicht gehen und die Benutzer rein. Es gibt aber auch direkt aus den Gruppen die Möglichkeit, den Benutzer anzuklicken und dann hier klicken, hier zum Beispiel alle Sammelprints zugewiesenen Produkte anzeigen. Und dann wechselt er mir hier in die Ansicht meines Benutzers. Großer Unterschied zu vorher. Am Anfang hatte ich nur diese blaue Collection. Jetzt habe ich aber alle drei Collections über diese Gruppe bekommen. Schauen wir uns an, wie wir diese Gruppe weiter bearbeiten können. Wir gehen wieder auf die Gruppenübersicht, wählen die Gruppe aus, die wir bearbeiten wollen und fangen jetzt an, von diesen Zuweisungen einzelne aufzuheben, also einzelne Produkte oder Collections wegzunehmen. In dem Fall sage ich, nein, ich möchte nicht mehr, dass diesem Team die blaue Collection zugeordnet ist und auch die türkise möchte ich nicht mehr. Ich lasse nur die orangene Collection zugewiesen. Die Benutzer haben damit jetzt auch diese zwei Zuweisungen verloren. Auch das können wir uns anschauen. In meinem Benutzer fehlt mir jetzt allerdings nur eine dieser drei Lizenzen. Warum? Ich habe ganz am Anfang ja gesagt, ich hatte schon eine blaue Collection zugewiesen. Und das ist jetzt ganz ein interessanter Punkt, auf den man achten muss, wenn man die Gruppen auch wirklich so benutzen soll, wie sie gedacht sind, dass man zuerst alle Produkte, die über eine Gruppe zugewiesen werden sollen, zuerst den Benutzer wegnimmt. Denn wenn das nicht der Fall ist und er wird der Gruppe zugewiesen und dann aus der Gruppe entfernt oder eben die Gruppe verliert die Zuweisung, dann wird eine Zuweisung, die vorher schon über die Benutzeransicht zugewiesen worden ist, weiter bestehen bleiben. Man sieht auch einen Unterschied. Hier kann ich auf Zuweisung aufheben gehen, weil es nicht über eine Gruppe zugewiesen ist. Hier bei der orangenen Collection ist dieses Feld ausgegraut. Ich kann die Zuweisung nicht aufheben, denn die Zuweisung habe ich über eine Gruppe und kann es nur über die Gruppe aufheben. Einerseits, indem ich in der Gruppe die Zuweisung für die ganze Gruppe aufhebe oder indem ich aus der Gruppe entfernt werde. Das geht über die Gruppenansicht, schauen wir uns gleich an. Aber auch hier oben bei den zugewiesenen Gruppen sehen wir mittlerweile, dieser Benutzer ist der Testgruppe 1 zugeordnet. Ich kann auf Bearbeiten daneben klicken und hätte hier jetzt alle Gruppen, die zur Verfügung stehen, aufgelistet und kann per anklicken oder wegnehmen des Hackels entscheiden, zu welchen Gruppen er hinzugefügt sein soll und zu welchen nicht. Wenn ich mich hier also von dieser Gruppe rausnehme und bestätige, verliere ich jetzt eben auch diese Collection. Und mir bleibt nur noch eben die Collection, die ich von Anfang an vorher auch schon hatte. Wenn wir nochmal in die Gruppenansicht gehen, schauen wir uns an, wie das da ausschauen würde. Also auch hier kann ich aus dieser Übersicht der verschiedenen Benutzer, die der Gruppe zugefügt sind, über den Entfernen-Button einen Benutzer aus dieser Gruppe entfernen und er verliert damit eben alle Zuweisungen, die er nur über die Gruppe erhalten hat. Und unter Zuweisungen kann ich eben Zuweisungen aufheben und weitere Produkte zuweisen, immer für die ganze Gruppe. Gut, zum Schluss, welche zwei Funktionen gibt es noch? Eine habe ich vorher schon erwähnt. Wir können die Gruppe umbenennen, jederzeit einfach rechts oben über Aktionen das Fenster ausklappen und auf Gruppen umbenennen. Oder alternativ, man kann auch eine Gruppe löschen. Das ist ein großer Unterschied zu Teams. Wenn Sie Teams erstellen, können Sie diese nicht so einfach löschen. Dann müssen Sie sich beim Fachhändler melden oder direkt bei Autodesk. Aber Gruppen können Sie auch jederzeit wieder löschen. Das können Sie auch wirklich einmal in der Testphase laufen lassen und dann einfach die Gruppe wieder löschen durch Bestätigung. Wird dann die Gruppe komplett wieder entfernt. Damit sind wir jetzt nun zum Abschluss gekommen von unserem Video Gruppen versus Teams. Falls es noch weitere Fragen gibt, dann bitte melden Sie sich einfach bei uns oder nutzen Sie die Kommentarfunktion bei YouTube. Gerne können Sie auch natürlich dem Kanal folgen. Es kommen immer wieder neue Videos raus zu neuen Features, zu den verschiedensten Produkten von Autodesk. Ich an dieser Stelle bedanke mich im Namen der ganzen Firma ATK CAD für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.